Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval, wo wir beim letzten Mal nach Wildtiere gesucht haben. Also ich sehe hier dann erstmal 2, 4, 6. Und ja, das sind noch mehr. 2, 4, 6 und noch mehr. Und ich ganz ehrlich sagen würde, mit so und du auch. Ach. Ach, der hier schön. Ach so, der transportiert noch. Unsere Mauer. Ja. Mach doch mal die Bäume aus. Sieht super aus, ne? Also zumindest haben sie die Holzwände abgebaut. Das heißt, es kann jetzt alles an Lehmziegeln hin. So. Ehe ich das vergesse. Das ist jetzt schon. Ich weiß nicht, wie oft mir das jetzt schon einfiel. Aber ich habe es nie gemacht. So. Und zwar möchte ich die Pilze rausnehmen hier. Habe ich schon. Gerste. Ich glaube, mit Gerste machen die dann Brot. Also, ein bisschen Honig. Ja, können die auch nehmen. Ich denke, dann werden wir schon genügend haben. Scroll, scroll, scroll. Oh. Ja, 520 Honig, das können die nehmen. Also ich wollte jetzt eigentlich nur die Äpfel rausnehmen, damit wir dann am Ende Apfelwein bekommen. Und ja, es bringt ja nichts, wenn wir zwei Äpfel haben, aber steht das hier in der Medizin? Nee. Achso, hier unhergestellt könnte das sein. Nein. Wo versteckt er den? Achso, der wird hier oben irgendwo dabei sein. Ja, Brot. Das ist natürlich das, was da gemacht wurde. Hey, hier jagt ja sogar jemand. Nur ist denn die Frage, was hat er gejagt? Hier steht's. Einen Hasen. Ja. Also endlich wieder etwas Fleisch da. Ja, und die Mauer, ja, die ist auch so gut wie fertig. Dürfte auch mal wieder etwas schneller laufen. So, hier haben wir nur das Stück Mauer gemacht und hier gar nichts. Ich möchte eigentlicherweise genau dahin. Das Ganze einfach mal abreißen. Und zwar. Ja, wir brauchen noch Johannisbeeren. Wir haben aber hier auch noch ein Feld. Hier, nein. Zwei, drei, vier, genau. Nicht genügend Samen. Was brauchen die denn für Samen dafür? Denn eigentlicherweise möchte ich jetzt. Hier noch was hinbauen. Ah, und zwar.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eigentlich können wir noch 2 nach vorne gehen. Und zwar, auch wenn das viel, viel zu groß ist. 10. Machen wir so. Wie viel ist 6? So, lauft weiter. Im Titelwand. Zack. Da noch 8. Das dahin und ganz wichtig. Eine Holztür. Dann. Und dann komme ich nicht mal dazu, so eine Fische zu bauen. So, hier kommen die Waldbanditen. Die greift ihr jetzt einfach an. Marodeure, bla 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 bla. Von wo kommen die? Von der Ecke wieder gut. 12, 13. Das sind alle, die wir haben. Ist natürlich, oder? Ja, sind alle. Könnt ihr bitte mal warten? So, das. Die haben keine Bogenschützen bei, aber die gehen wieder über zwei Flanken und das ist natürlich äußerst ungünstig. Und wir schicken Gregor und Brickham auch noch hier rüber. Nein, um Gottes Willen, ihr sollt dahin. So, ihr seid hier zu viert. Der steht nur da unten und macht nichts. Wie wär's mit einfach mal? Danke. Bleib schön hier. Oh, da ist jemand durchgebrochen. Hätte man vielleicht doch nicht abziehen sollen? Naja, gut. Wow. Meisterschütze, Fertigkeit 5. Wow. Wie sieht das hier aus? Müsst mal schießen. Bleibst hier.
Du bleibst auch da. Schießt mal auf den. Weil die haben ja irgendwie. Also eher ist die Tür kaputt. Ich möchte bloß die Infanteristen jetzt nicht runterschicken, denn ich möchte es ungern, dass da irgendjemand stirbt. Nee, 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 ihr bleibt hier. Schieß mal auf den. Keiner Schaden bekommen bei uns. 7 Staben und eine ganze Holztür. So bekommt man immerhin noch etwas Kleidung, wenn nicht gar noch 1 oder 2 Fertigkeitspunkte. Ihr seid entlassen, ihr seid entlassen. Damit ist natürlich jetzt wieder die Sache, dass alle total in Anführungsstrichen glücklich sind. Mit, ich habe schon wieder Tote gesehen und so, wo wollt ihr noch hin? Ihr seid frei. Da. Ist auch keiner mehr im Trinken, Schlafen, Schlafen, Unterhaltung. Gut. Da haben wir ja heute wieder richtig viel geschafft. Nicht mal den Boden komplett eingezeichnet. Zack. Also hier möchte ich einfach eine Küche an sich bauen. Warum leiden die unter der Kälte? Wer denn da? Edelmund. Er hat aber solide oder gute Kleidung an, also solide, die gerade mal 5 Trefferpunkte hat. Top. Aber gut, es ist auch, ja, kalt draußen. Wie ich sehe, Garbulf, du darfst auch wieder mitarbeiten. Wir machen es jetzt mal ganz anders. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Die dürfen ja ruhig ein bisschen Freizeit haben und vor allem 9 Stunden schlafen. Ja, der Winter ist da. So, jetzt im Winter gibt es natürlich, ich sehe es schon, Eisblöcke und gibt auch Wildkadaver, die hier eigentlich nur rumliegen. Aber gut, das ist eine Sache, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir werden die Küche weiterbauen und wahrscheinlich auch den Wildkadaver wegräumen.
Für heute auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.